Schön, dass du an der Uni Kassel studierst. Ich bin Johannes und gebe dir einige Tipps, wie der Studienbeginn gut gelingen kann und was in den ersten Wochen an der Uni wirklich wichtig ist. Die Uni Kassel ist über 5 Standorte verteilt. Der zentrale Campus ist am Holländischen Platz. Außerdem gibt es noch Standorte an der Wilhelmshöher Allee, an der Heinrich-Plett-Straße, die Kunsthochschule, die Aue-Parkhallen und Witzenhausen. Erkunde doch einfach schon mal deinen Standort vor Ort. Für viele Studiengänge werden Vorkurse angeboten, um dein Wissen aufzufrischen. Dies gilt vor allem für naturwissenschaftliche und technische Studiengänge. Daher unbedingt hingehen, wenn für deinen Studiengang etwas angeboten wird. In der ersten Semesterwoche finden die Einführungsveranstaltungen statt. Hier werden die wichtigsten Fragen zum Studienverlauf geklärt und du bekommst erste Tipps und Hinweise zu deinem Studienaufbau. Außerdem werden hier die Stundenpläne erstellt und du lernst direkt andere Leute aus deinem Studiengang kennen. Also auch hier unbedingt hingehen. Auch die Uni-Bibliothek bietet ein vielfältiges Angebot, das dir den Einstieg ins wissenschaftliche Arbeiten erleichtert. Neben Kursen zur Recherche und Literaturverwaltung gibt es auch Selbstlernvideos oder eine Bibliotheksführung. Die Campuscard benötigen alle Studierende. Sie ist ein täglicher Begleiter durch den Studienalltag. Sie ist Studienausweis, Semesterticket, Bibliotheksausweis, du kannst damit dein Essen in der Mensa bezahlen, drucken und kopieren. Außerdem ist die Campuscard gleichzeitig ein Kulturticket. Damit kommst du zum Beispiel kostenlos auf den Herkules, in verschiedene Ausstellungen in der Stadt oder gratis ins Theater. Der Uni-Account ist dein zentraler Zugang zu den Online-Diensten der Uni. Damit kommst du in dein E-Mail-Konto, kannst Stundenpläne erstellen, dich für Prüfungen anmelden oder das WLAN in der Uni nutzen. Also ohne Uni-Account geht eigentlich gar nichts mehr. Deshalb kümmere dich zu Beginn des Studiums unbedingt darum, den zu aktivieren und freizuschalten. Wenn du damit Probleme hast, wende dich ans IT-Service-Zentrum der Uni Kassel. Der Hochschulsport bietet jedes Semester über 150 Sportangebote an. Außerdem gibt es auch das Unifit, das Fitnessstudio der Uni Kassel. Sport hält dich nicht nur fit und gesund, sondern gibt auch ein bisschen Ablenkung vom Studienalltag und fördert deine Kontakte. Das Sprachenzentrum ist eine weitere Serviceeinrichtung der Uni Kassel. Hier gibt es über 120 Sprach- und Schlüsselqualifikationen. Du kannst zum Beispiel Englisch, Italienisch, Schwedisch oder Chinesisch lernen. Interessierst du dich für Musik, Kunst oder Theater? Dann hat die Uni auch einiges zu bieten. Es gibt mehrere Orchester, einen Chor und sogar eine englischsprachige Theatergruppe. Hast du noch Fragen zur Finanzierung deines Studiums, zu BAföG oder zur Wohnungssuche? Dafür gibt es die Infotheke des Studierendenwerks. Die findest du im 3. Stock des Campus Centers. Um immer up-to-date zu sein über Infos und Veranstaltungen, folge der Uni Kassel auf Instagram oder Facebook. Und jetzt wünsche ich dir einen spannenden und erfolgreichen Start in dein Studium.